Wie eben versprochen, machen wir noch It's Quiz Time. Ich habe auch die App schon runtergeladen, habe mein Handy geladen. Wir haben ja schon ein paar Spiele gespielt. Ich werde jetzt mal schnell den Stream noch bearbeiten. Der müsste ja jetzt angekommen sein. Ja, ist da. Hat auch ein bisschen länger gedauert, bis ich jetzt wieder starten konnte. Okay. Ich musste nämlich noch auf den Pott. So. Sind auch gleich fertig, dann geht's auch gleich los. Änderung speichern. Müssen wir warten, bis die Änderungen alle gespeichert sind. Ich habe jetzt auch keinen, der mir den Chat vorlesen kann gerade. Also muss ich jetzt ab und zu in den Chat gucken. Alle Änderungen gespeichert. So. Livestream. Events. Link in einen Tab öffnen. Ah, da sind ja schon welche da und Daumen habe ich auch schon hoch und der Stammhater war auch schon wieder da. Ihr hört mich gut, denke ich mal. Machen wir mal ein bisschen leiser. Könnt ihr mal in den Chat schreiben, ob er mich gut hört oder ob ich zu leise bin oder ob ich zu laut bin. Mirko, einen wunderschönen Abend. Doku Channel Germany, einen wunderschönen Abend. So, jetzt muss ich erstmal die... Ah, meine App sagt mir auch, ich mache Livestream. Jetzt machen wir die It's Quiz Time App auf. Starten. So. Mit Freunden spielen. Live-Show. Solo-Punktespiel. Mit einem Controller. Aha. Optionen. Wir gucken mal bei Optionen. Streaming. Achso, ich kann mich jetzt hier mit YouTube verbinden. Wartet mal, dann muss ich mal gucken. Achso, das seht ihr jetzt nicht. Okay. Man hört dich gut. Hi Odin, höre dich gut. Okay, das ist schön. Moment, ich muss mal hier schnell meine Daten eingeben. Zulassen. So. Ach so, ich kann jetzt hier praktisch außerhalb des Streaming, was ich mit der PlayStation direkt mache, hier auch noch Live-Show, Fragen 15 Stück. Raumcode, Stream anzeigen. Was ist das? Schreiben wir mal einen Test, wa? Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das Spiel jetzt spiele. Okay. Geht das vielleicht nicht, weil ich gerade selber über die PlayStation streame? Wenn du dich mit deiner Streaming-Plattform verbindest, kannst du Updates zu deinen Followern und Abonnenten erhalten. Was? Kannst du Updates zu deinen Followern und Abonnenten erhalten? Aha. Live-Show, Fragezeit, 45 Sekunden.
Okay. Kundendienst. Ja. So wird gespielt. Sagt mir das Handy jetzt an. Lade auf deine PlayStation-System oder Xbox One oder PC herunter. Installiere es und starte es anschließend. Habe ich gemacht. Gib dein Alter ein, über 18. Los geht's. Macht er denn hier auch was? Raum beitreten. Okay. Ein Spieler starten. Gib den Raumcode ein. Ach, ich hab noch keinen Raumcode, okay. Demnächst verfügbar. Aha. Sound und Grafik. So, machen wir mal Stimmen der Moderatoren. Hallo. Machen wir mal. Hallo? 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 Ja, dann machen wir schön laut SFX. Lassen wir 7 Musik. Machen wir 5. 8. 6. So sieht es ganz gut aus. Haben wir auch eine Grafik irgendwie? Nee. Moin, Chucky. Also hier kann ich wohl mit euch dann zusammenspielen bei Streaming irgendwie. Updates und zu deinen Followern und Abonnenten erhalten. Friendly Modus. Aber das geht bestimmt gerade nicht, weil... Kann ich hier auch was eingeben? Muss ich mal gucken. Ach du Scheiße, du weißt doch ja nicht mehr von Twitch, das. Gib Benutzername und Passwort ein. Passwort. Ich hatte das Passwort mal geändert. Ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige ist. Nee, ist falsch. Ist auch falsch. Auch falsch. Eins versuche ich noch. Wenn das auch nicht ist, dann muss ich bei Twitch erstmal mein Passwort ändern. Oder habe ich den Namen falsch geschrieben? Testen wir das mal. Ne, das ist es nicht. Ja, muss ich später machen mit Twitch. Gehen wir mal raus, wir machen mal ein normales Spiel. Wenn's Solo-Punkte spielen, mit Freunden spielen. So. Raumcode eingeben. Ach, da könnt ihr denn so ja mit mir mitspielen. Da braucht ihr nur euer Handy. Müsst euch die App runterladen, die ist gratis. Dann kann ich euch den Raumcode geben. Und, oder das scannt da oben ein und dann könnt ihr mit mir zusammenspielen. Also das können wir auf jeden Fall die Tage mal testen. Da werde ich dann nochmal ein Ankündigungsvideo machen. Solo-Punkte spielen. Bene, einen wunderschönen Abend. Also das müssen wir auf jeden Fall dann mal zusammenspielen. Wir machen jetzt erstmal ein Solo-Spiel.
So, jetzt muss ich den Raumcode eingeben. Jetzt sehe ich das nicht in meiner Kamera. Das könnte eine 0 sein und werden wir gleich sehen. Raum beitreten. Eintippen. 705 könnte das sein. Nee, doch 705. Okay. Raum beitreten. Tippe deinen Namen ein. Bestätigen. Und nun? Drücke Button unten, um das Spiel zu starten. Okay. Schau auf den Fernseher. Willkommen, neue Testperson. Ich bin Sally und meine Aufgabe ist es, deine menschlichen Wissenssysteme zu prüfen. Ich hoffe, du hast deine Blutprobe nicht vergessen. Bist du bereit, Herausforderer? Jo. Merke ich da eine gewisse Nervosität drin? Nö. Oder hat jemand trotzdem die sagt du ja, Odin. Vergessen? Ich hoffe doch, dass dieser kühne Mensch bereit ist. In dieser Herausforderung musst du schnell antworten, um die meisten Punkte zu machen. Okay. Wenn du aber falsch antwortest, bekommst du viele Punkte abgezogen. Oh. Hältst du bis zum Ende durch? Ich hoffe, du bist bereit, Odin, denn die Prüfung beginnt jetzt. Ja, ich bin bereit. Odin, bevor du mit der Herausforderung beginnst, musst du das Thema auswählen, das du am besten zu kennen glaubst. Das kann dir dann extra Bonuspunkte einbringen. Fernsehen. Jack Crawford, echt? Tony Almeida in 24 wird gespielt von wem? Weiß ich nicht. War das eine taktische Entscheidung oder warst du einfach zu schüchtern? Zu schüchtern. Wer spielt Seth Cohen in OC, California? Kenn ich doch nicht mal die Serie! Ich mach mal jetzt X. Also ich kann mit dem Controller machen oder mit Dings. Ist falsch, okay. Nee, ich muss doch mit Handy machen. Im Jahr 2003 war der Regisseur vom Film 21 Gramm im Genre Thriller. Ey, da kommen ja Frankfurt, das weiß ich doch nicht. Reise ist der Name eines im Jahr 2004 aufgenommenen Albums. Wer hat es aufgenommen? Das war eine absolut adäquate Antwortleistung, Odin. Danke. Welche dieser Sportstars ist am besten bekannt für Boxen? Weiß ich nicht. Dass ich dir diese Punkte wegnehmen muss, tut also, dir viel Sugar mehr Rain. Weh als mir. Ich kenne mich damit Sport nicht aus. Der einzige Filmstar, der nicht in dem Film The Expanse Apocalypse 3 im Genre Actionfilm spielte. Sehr gut. 0 hat welches dieser Alben im Jahr 1983 aufgezeichnet? AIDS tritt in welchem Rollenspiel auf? Ach, falsch. Ich hab mich verdrückt. Versuchen, das besser zu machen. Das Album Anti von Rihanna kam in welchem Jahr heraus? Wer ist denn schon wieder Rihanna? Ach so, irgendeine Sängerin. Wer soll denn sowas wissen? Diese Orte sind nicht in Ukraine. Ein Kandidat dachte, die Antwort sei Dnipropetrovsk. Debra Messing und Angelika Houston haben in welcher TV-Serie gespielt?
keine Sorge, Odin. Das Spiel ist noch lang. Es kommen ich versage voll. Am Tor. Ich habe die Frage jetzt nicht mitbekommen. Bischuto, achso, ja. Chessy J. hat welches Album im Genre Pop im Jahr 2011 veröffentlicht? Oh, das weiß ich doch nicht. Wer war zwischen 2011 und 2013 beim Team FC Bayern München? Weiß ich nicht. Rotten. Fußball. Ich hab doch Fernsehen gesagt und nicht hier. Scheiß Sport. Welcher französische Fußballspieler erinnert dich am ehesten an das Team Olympique Marseille? Weiß ich nicht. Dimitri, ja, das war jetzt erraten. Welche dieser Tiere können fliegen? Perfekt. Wer wurde Manager vom Team Hannover 96 im Jahr 2010? Ich habe keine Ahnung. Ich war jetzt erraten. Welche beliebte TV-Serie wurde erstmals in folgender Zeit ausgestrahlt? 2000 Ehren. Wie alt war Marcus Antonius, als er 30 zu starb? War 52, juhu. In welcher TV-Serie gibt es eine von John Doman gespielte Figur namens Carmine Falcone? In Gotham. Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson spielten zusammen in welchem Film? Das war überhaupt kein Problem für Odin. Welche dieser TV-Serien startete in folgender Zeit? 2000 Ehren. Horror-Stories kam dort. Zauberer von Waverly Pines? 924 plus 49 gleich. Wo ist er denn da? Da. Um ehrlich zu sein, ich hätte nicht erwartet, dass Audin wusste, dass 973 die richtige Antwort ist. Hier ist die Folge. Ziemlich verkehrt. Welche Art ist ein Fleischfresser? Robbe? Achso, doch, die fressen ja vielleicht Fische. Mist. Das Lied Hard Knock Life von JZ kam in welchem Jahr heraus? Keine Ahnung. Welche beliebte TV-Serie wurde erstmals in folgender Zeit ausgestrahlt? 1980ern. Du hast eine richtige Antwort in deinem Spezialgebiet gegeben und dir ein paar extra Bonuspunkte verdient. Dankeschön. Hi, Opa, Odin. Okay. Ich denke, der wird dir gefallen. Geht ein Fisch in die Apotheke und sagt, bitte ein Anti-Schuppen-Shampoo. Mal sehen, wie gut du warst. Deine Gesamtpunktzahl sind 918 Punkte. Nicht gut. Nicht gut. Möchtest du dich noch einmal daran versuchen, Odin? Nee. Nach all der Anspannung kann ich verstehen, wenn ihr eine Pause braucht. Ja. Kommt bald wieder. Auf Wiedersehen. Okay. Peter, ein wunderschön. Alpha, ein wunderschön.
So, Live-Show. Also da kann ich dann mit euch zusammenspielen. Benutzerdefiniertes Spiel. Speichertes Spiel, neues Spiel. Machen wir ein neues Spiel. Bitte wähle eine deiner Runden. Startrunde. Spielen. Änderung speichern. So. 05. Okay, spielen. Den Raum beitreten. Bestätigen. Spiel starten. Okay. Also es ist schön, dass der Raumcode oben wenigstens angezeigt wird. Ich bin, wie gesagt, spielt das erste Mal. Willkommen. Mein Name ist Sally und ich werde heute deine Quizmasterin sein. Bereit machen zum Aktivieren der Spaßeinheit. Okay. Es wäre grausam, dich ganz alleine antreten zu lassen, Odin. An okay. deiner Seite findest du heute Sally Boot 1, 2 und 3 künstliche Intelligenzen, die ich geschaffen habe. Bevor wir uns offiziell vorstellen, möchte ich wissen, wie ich euch ansprechen soll. Okay, das werde ich nicht vergessen. Odin, ich hoffe, ich sage das richtig. Wenn nicht, kannst du ändern, wie ich deinen Namen ausspreche. Ach so? Nein? Bestätigen, nochmal. In Ordnung, Odin. Ich werde deinen Namen nicht vergessen. Ich möchte die Gesichter den Namen zuordnen. Okay. Werft euch für ein Selfie in Pose. Oder, wenn ihr noch unter 14 seid, könnt ihr ein lustiges Bild auswählen. Mach ich den Blau. So, bestätigen. Sehr hübsch, soweit ich das bewerten kann. Ich habe eine Frage, die leicht für euch sein dürfte. Sagt mir, in welchem Jahr ihr Geburtstag habt. Ihr könnt das natürlich auch geheim halten, aber es hilft mir dabei, die besten Fragen auszuwählen. Bereit machen für Runde 1. Okay. Und es scheint, dass wir mit der Startrunde enden werden. Oh, ihr Leute mögt es einfach nur, anders zu sein, oder? Jo. Du kannst das Thema unserer nächsten Runde auswählen, Odin. Aber wähle mit Bedacht. Geschichte. Martin Luther King starb 1968, aber wie alt war er? 39. Was war das Alter von Yasser Arafat, als er 2004 starb? Nee, Quatsch. Doch. Wie alt war Konrad Adenauer, als er Bundeskanzler von Deutschland wurde? 2 Bist du mit dem Finger verrutscht, Odin, oder dachtest du wirklich, das sei die korrekte Antwort? Ich dachte, sei die korrekte Antwort. In welchem Jahr wurde Adolf Hitler Bundeskanzler von Deutschland? Nee, ist falsch. Doch, richtig. Ratet mal, wen ich momentan am wenigsten toll finde. Wie alt war Boris Nikolajewitsch Jelzin, als sie Präsident von Russland wurde? Nee, oder? Schauen wir mal, ob jemand recht hatte. Doch.
ist sonst noch jemand überrascht, dass Sully Boot 1 sich so gut mit Geschichte auskennt. In welchem Jahr wurde Herr Meyers Wüsthütte im Land Vereinigtes Königreich gebaut? Muss ich jetzt raten. Dir unsicher oder wolltest du nur durch eine Kunstpause die Spannung steigern? War unsicher. Ja. Danke für deine Daten, Odin. Wie sich zeigt, ist die Trefferquote nicht proportional zur Zeit, die zum Antworten aufgewendet wird. Faszinierend. Wie alt war Richard E., als er König von England wurde? Nach. Gut, dass du etwas über die richtige Antwort nachgedacht hast, Sully Boot II. Wie alt war Theodore Roosevelt, als sie Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wurde? Sie, er. Ich glaube, der war 43. Großartig, Sully Boot III. Mehr davon, bitte. Und jetzt werden wir klarstellen, wer diesen Kampf zwischen Mensch und Maschine gewonnen hat. Na, Sully Boot 1. Und Sully Boot 1 trägt den Sieg davon. Interessant. Meinen Daten zufolge hast du die Fähigkeiten eines Meisterdiebs Sully Boot 1. Du hast im letzten Moment den ersten Platz stiebitzt. Also, finde ich schon mal gut. Und auf einen kommen mehrere Fragen. Nicht so wie bei Wissen ist Macht, also dieses It's Plating-Spiel. Hier kommen mehrere Fragen und man kann halt die Kategorie auswählen und man kann mit mehreren Spielen teilen. Achso, das kann ich dann teilen zu Instagram. Immer. So, das ist. Ne, das ist doof. Das müssen wir zurücknehmen. So, teilen. Also, Instagram teilen sieht scheiße aus. So, also müssen wir mal gucken. Ich hätte mal nicht immer nehmen sollen. Senden an. X. Also das muss ich nochmal verlassen. Hier. Einstellungen. Profileinstellungen, Avatar, Twitter anmelden. So, man kann jetzt hier in der App auch bei Twitter mich anmelden. Machen wir doch gleich mal. Es sieht so aus, als wärt ihr mit irgendetwas anderem beschäftigt. Nur damit ihr es wisst, ich bin immer noch hier. Achso, wartet mal, da kann ich doch eigentlich. Profil ist jetzt erstellt. Lautstärke, Profileinstellungen, Sprache, ist eigentlich alles okay. Ich komme hier auch gar nicht raus jetzt gerade.
Du wirst bald zum Spiel hinzugefügt. Ich kann auch jetzt hier gerade... Kann ich hier nicht raus. Hier ist irgendwie gerade Fehler drin. Okay. Also hier ist gerade ein Fehler drin. Die kommen nicht raus. Weil beim Teilen was schiefgelaufen ist. Verlassen. Bist du sicher? Ja, ich will verlassen. So. Also ich muss das Spiel jetzt hier gleich nochmal neu starten. Und dann werde ich gleich nochmal testen mit YouTube Livestreaming. Also bei diesen Einstellungen, bei Streamen. Mal gucken, ob da was passiert jetzt, wenn ich jetzt nicht über die PlayStation streame. Aber so finde ich das schon mal ganz gut. Auf jeden Fall sind mehr Kategorien, mehr Fragen werden gestellt. Man kann eigene benutzerdefinierte Spiele erstellen. Also das werde ich auf jeden Fall nochmal spielen. Und ja, wie gesagt, ihr müsst euch die App nur gratis runterladen. Dann könnt ihr in der App eingeben den Raum, den ich euch dann sage oder beziehungsweise was uns das Spiel gibt. Und dann könnt ihr das auch mit mir zusammen spielen. Also das werden wir auf jeden Fall nochmal machen. Ich werde zwar jämmerlich versagen, aber trotzdem werde ich das mit euch mal machen. So, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Kann sein, dass gleich nochmal ein Livestream kommt. Wenn nicht, sag ich mal gute Nacht oder haben wir danach noch was? Muss ich mal gucken. Ach, eine VR baue ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf. Nö, dann würde ich sagen, haben wir noch ein kleines Minispiel, irgendwas? Deponia ist was länger. Nö, dann habe ich heute nichts mehr weiter vor. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier erstmal wirklich einen Cut. Und entweder kommt jetzt gleich noch... Wir sind denn alle? Ne, ich bin nur da. Auch super, Computer können sich einsam fühlen. Wollt ihr nicht mehr spielen? HAL ist so etwas nie passiert. So. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier wirklich erstmal einen Cut und dann versuche ich dir gleich nochmal im Stream über das Spiel. Mal gucken, was da passiert. Bis dahin, haut da rein, wenn wir uns heute jetzt nicht mehr sehen. Bis morgen Abend, 20:15 geht's wieder los. Schlaft gut. Ahoi, sagt euer Odin.